geht es gleich zum Friseur. Ich habe jetzt meine Haare noch zusammen. Ich werde die aber mir gleich in einen Dutt machen. Aber ich wollte es euch noch mal ganz kurz zeigen. Aber meine Haare sind mittlerweile sehr lang geworden. Ich kann ja gar nicht weiter hinten fahren, aber ich denke mal, man sieht's. Und ja, die sollen jetzt auf jeden Fall ordentlich ab. Also eigentlich mindestens bis hierhin. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall soll das ab. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und kann es kaum erwarten. Deswegen geht es jetzt gleich zur Friseur und ich freue mich und ich melde mich danach wieder oder morgen, je nachdem, wann meine Haare dann richtig fertig sind. So, ich bin wieder zu Hause vom Friseur, habe mir meine Haare gerade noch geglättet und ja, das ist das Endergebnis und ich lieb's. Also, ja, die sind jetzt ungefähr so lang. Ich denke mal, man kann es sehen. So. So. Und ja, jetzt habe ich sie, wie gesagt, geglättet, deswegen sind sie jetzt auch noch ein bisschen länger, aber es sind auf jeden Fall über 20 cm abgekommen. Also die gingen ja wirklich bis hier runter. Und ja, wir haben sie noch ein bisschen durchgestuft und ich liebe sie. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich vielleicht eventuell meine Farbe nochmal nachfärben lasse, dass sie nicht mehr so viel da. Aber so bin ich jetzt erstmal mega happy. Vor allem jetzt bei den heißen Temperaturen ist es so angenehm, wieder kürzere Haare zu haben. Und ich liebe es. Ich bin so, so froh. Es geht einfach das Waschen schneller, das Föhnen schneller. Glätten habe ich in 10 Minuten fertig. So, sonst brauche ich dafür ewig. Und ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich gucke die ganze Zeit in den Spiegel. Also es war echt wieder sehr, sehr nötig, dass sie endlich mal wieder einen radikalen Schnitt kriegen. Und ja, jetzt muss ich mich nicht mehr damit abplacken, vor allem weil es in letzter Zeit eh so heiß ist. Deswegen heißt es jetzt wieder kürzer. Wahrscheinlich wird es jetzt irgendwie ein paar Mal so sein, dass erst noch Videos online kommen mit langen Haaren, dann nochmal wieder mit kurzen Haaren, dann wieder mit langen Haaren. Aber irgendwann wird sich das dann eingegroovt haben. Das war jetzt erstmal mein Haar-Update. Bin mal gespannt, wie ich sie hinkriege, wenn ich mir wieder meine Locken mache. Ich dachte mir, ich melde mich auch mal wieder. Ich habe schon ewig nicht mehr gevloggt, aber ich werde jetzt auch noch ein bisschen vloggen und dann erstmal meine Vlogs beenden. Weil momentan gibt es nicht wirklich was zu vloggen, deswegen weiß ich nicht, was ich vloggen soll. Und wie oft habe ich dieses Wort jetzt gesagt? Und ja, wir haben heute Freitag, ich war jetzt schon arbeiten und habe jetzt Wochenende, auf das ich mich sehr, sehr freue, denn ich habe auf jeden Fall vor, dieses Wochenende viel zu lesen. Mal schauen, was ich so lesen werde. Und ja, heute bekomme ich noch einen neuen Wagen. Und zwar habe ich ja hier so einen Bücherwagen. Das ist ja so ein typischer IKEA-Wagen. Ich habe den ja noch hier verziert und so mit Aufklebern. Und ich habe mir jetzt noch einen zweiten bestellt. Beziehungsweise mir bringt jemand einen zweiten mit. Und da freue ich mich schon drauf. Da werde ich dann auch einige Bücher reinmachen und habe da auch ein paar Ideen für, was ich da so reinpacken will. Und da schauen wir mal, ob das was wird. Ich weiß noch nicht, wann es heute bei mir ankommt, ob es erst abends ist oder Nachmittag. Mal schauen. Auf jeden Fall will ich es dann vielleicht dieses Wochenende noch machen. Mal gucken. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Nehme euch dann mit, wie ich den aufbaue und einräume und so. Habe ich jedenfalls vor. Ich habe immer viel vor mit Vloggen und dann mache ich es nicht. Aber ja, schauen wir mal. Und ja, heute soll es noch regnen. Wir hatten jetzt die ganze Woche ist ziemlich warm. Und ja, schauen wir mal, ob es nachher noch regnen wird. Weil bei uns kommt meistens immer nicht irgendwie was an. Und ja, sonst habe ich jetzt nicht so wirklich viel vor. Ich will einfach nur mein Wochenende genießen und melde mich wieder, wenn ich meinen Wagen kriege. Hallo. Ich habe mein Paket bekommen und wollte jetzt mal kurz mit euch zusammen meinen Wagen auspacken. Ich zeige euch nochmal genau, welcher es ist, damit ihr wisst, welchen ich hier habe. Diesen Wagen von IKEA, der hat nämlich diese Größe und da passen eben mehrere Bücher hintereinander und den habe ich eben jetzt in weiß, das ist eben dieser hier. Und es gibt auch noch kleinere, aber dann passt das nicht so ganz mit den Büchern, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann habe ich heute noch ein Päckchen bekommen von Wish.
Und zwar habe ich nämlich eine Tasche bestellt dort und die sieht tatsächlich gut aus. Und zwar ist das diese Tasche hier. Die ist in so einem dunkelgrün und dann ist das eben so weicher Stoff. Und die hat ja auch noch einen großen Henkel. Und ja, ich finde die ganz cool. Also die sieht tatsächlich gar nicht mal so doof aus. Und ja, war auf jeden Fall ein gelungener Kauf mal bei Wish. Ist ja auch selten. Aber ja, die sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und hat, glaube ich, so um die 10 € oder so gekostet. Und ja, ich werde jetzt mal hier das Paket aufmachen und hoffen, dass alles in Ordnung ist. Ich werde den wahrscheinlich dann auch noch bekleben, dass er dann auch so aussieht wie der. Mal gucken. Ja, wie gesagt, das ist nochmal dieser hier. Und dann werde ich mich jetzt dran machen, das mal aufzubauen. Mann, ich wusste gar nicht, dass es so viel zum Schrauben braucht. Und dann werde ich mich jetzt mal aufmachen, das zusammenzubauen. Ich lasse jetzt die Kamera einfach mal irgendwo stehen. Mein Wagen ist fertig, er steht jetzt hier und ich werde ihn auf jeden Fall bald noch so bekleben, wie ich den hier beklebt habe, damit er nicht so weiß rausstrahlt. Und ja, ich habe jetzt ja auf jeden Fall vor, meine Bücher reinzumachen von angefangenen Reihen. Also hier kommen ungelesene Bücher rein, einmal von angefangenen Reihen und eventuell meine 22 Bücher für 2022. Mal schauen, ich muss den ja nicht so voll machen. Und ja, das mache ich aber jetzt nicht, jetzt habe ich gerade keine Lust. Aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall erstmal fertig aufgebaut und dann werde ich den nachher vielleicht einräumen. Mal gucken, wann ich das mache. Der Wagen jetzt erstmal aus. Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch mit Aufklebern bekleben. Aber ich habe jetzt hier unten meine DVD-Sammlung. Dann habe ich jetzt hier 2 Reihen mit angefangenen Reihen. Also es sind alles ungelesene Bücher, aber hier muss ich noch die Reihen fertig lesen. Und hier oben habe ich einmal meine Bücher, die ich noch übrig habe von den 22 Büchern, die ich mir für dieses Jahr rausgesucht habe. Hier habe ich noch so ein paar Mitmachbücher. Und hier sind noch die Bücher von meinem Bokopuli für diesen Monat. Und hier habe ich jetzt eben diese Pflanze hingelegt. Und ja, so habe ich jetzt meine beiden Wagen hier. Und ich mag es auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe vorhin 2 Stunden Videos gedreht und werde jetzt auch gleich Videos schneiden. Ich will jetzt heute mir den Tag nehmen, um ganz viel zu schneiden, damit ich das erstmal alles fertig habe. Und ja, das ist jetzt mein Plan. Und ich habe jetzt einige Stunden Zeit dafür. Deswegen werde ich mir heute den Tag dafür nehmen. Und würde ich sagen, ich lege los mit Videoschneiden. Ich habe ganz viel Videomaterial. Und dann habe ich das einmal alles geschnitten und brauche mir mal 1, 2 Wochen keine Gedanken darüber machen.
Und ja, lege jetzt los damit. Ich habe mich schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung. Ich glaube, der Vlog, der macht ja so gar keinen Sinn mehr so richtig. Aber ich komme gerade aus der Stadt und ich habe ein paar Sachen gekauft. Die werde ich euch mal zeigen. Ich werde aber die Woche nochmal in die Stadt gehen, weil ich hatte jetzt einen vollen Beutel und keine Lust mehr weiterzugehen. Deswegen werde ich am Ende der Woche nochmal in die Stadt gehen, wenn ich Zeit habe. Aber ich zeige euch mal kurz, was ich gekauft habe. Es ist nichts Besonderes, falls ihr das jetzt erwartet. Aber ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar habe ich mir hauptsächlich was zu essen gekauft. Aber ich habe mir einmal das hier noch gekauft. Das war von Kick. Das sind so eine drei Weihnachtsgeschenktüten mit drei Anhängern und drei Klammern. Das fand ich ganz süß und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Und sonst war ich bloß bei Müller und ja, that's the real life. Ich habe mir nur Essen und Süßigkeiten gekauft. Ich habe mir einmal das hier gekauft. Ich hoffe, die schmecken. Die werde ich gleich mal probieren. Dann habe ich mir die hier noch geholt, die habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, hatte ich jetzt Lust zu. Dann haben wir noch KitKat, hatte ich auch schon ewig nicht mehr, wollte ich jetzt auch mal wieder essen. Und die Dinger hier liebe ich ja auch, war einfach die letzte Packung, also die hat auf mich gewartet, ich schwöre. Und dann haben wir noch Chips, einmal Pringles, die hier, die sind aber nicht für mich. Und dann noch die hier und dann habe ich die noch entdeckt, die sahen auch ganz süß aus, bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Und dann brauchte ich einfach noch Zahnbürsten und das Trockenshampoo hier. Ich brauchte tatsächlich mal wieder Trockenshampoo. Ich hatte sonst immer noch so viel übrig, aber jetzt mittlerweile war es dann doch mal alle. Und deswegen musste ich mir das jetzt nachkaufen. Ich hoffe mal, dass es zwar ein bisschen teurer, aber es ist wirklich einfach das Beste. Ich habe schon andere getestet, aber das hier bleibt für mich das Beste. Und dann habe ich auch noch ein paar Geschenke gekauft, die kann ich euch aber nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob diejenigen meine Videos gucken. Und ja, sonst habe ich noch ein paar Sachen für andere mitgebracht. Und ich werde jetzt erstmal was essen und dann mich an den Laptop setzen, weil ich noch ein paar Sachen erledigen muss. Und ich werde jetzt mal meine Haare zusammen machen. Und ja, das ist jetzt erstmal wieder ein kurzes Update. Sonst passiert einfach bei mir gerade nichts. Ich gehe arbeiten. Und das ist halt eben mein Tag. Und die Freizeit, die ich habe, nutze ich meistens zum Lesen oder zum Malen. Ich mache gerade auch viel Malen nach Zahlen, einfach weil ich da so Lust drauf habe. Und ja, aber übernächste Woche geht es für mich tatsächlich wieder in den Urlaub. Und ich werde nochmal für eine Woche wegfliegen. Ich weiß nicht, wann dieser Vlog online kommt. Vielleicht bin ich da schon im Urlaub oder so. Also da geht er jetzt ja gerade eh über mehrere Monate. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf. Also es ist einfach, dass mein letzter Urlaub einfach auch schon wieder über 2,5 Monate her ist. Okay, aber es ist dann für dieses Jahr auch mein letzter Urlaub. Mehr Urlaubstage habe ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall freue ich mich. Ich habe noch ein paar Tage frei. Und dann werde ich, wie gesagt, nochmal wegfliegen. Und da nehme ich euch dann natürlich auch in einem Extra-Vlog mit. Und ja, jetzt muss ich meine Haare zusammen machen. Mir ist warm. Ich war gerade noch mal kurz in der Stadt unterwegs und habe noch ein paar Sachen gekauft. Das ist nicht viel, weil ich hauptsächlich für andere was gekauft habe. Aber für mich sind auch noch zwei, drei Sachen abgefallen. Die wollte ich euch ganz kurz mal zeigen. Und ja, ich drehe einfach mal meine Kamera. Und zwar haben wir noch zwei neue Bücher, aber die werdet ihr dann in meinem Neuzugänge-Video sehen. Dann war ich bei Teddy und da habe ich mir einmal diesen Beutel hier gekauft. Den habe ich mir für den Urlaub gekauft, weil ich mir so dachte, kann man ganz gut sein Strandhandtuch und sein Buch reinstecken und dann kann man den so tragen. Ja, wow, es ist, hat auch nur 3 Euro gekostet. Fand ich ganz süß mit diesem Farbverlauf. Dann habe ich dieses Regal hier geholt. Ich werde das gleich mal zusammen mit euch auspacken und gucken, wie es aussieht. Ich hoffe, es sieht ganz cool aus. Mal schauen, wo ich es hinhänge. Dann habe ich schon eine kleine Weihnachtssache gekauft, aber ich will wegen der Weihnachtsdeko nochmal extra los. Und zwar ist das hier so ein LED-Fensterlicht. Und ja, da ist dann so ein Saugnapf, damit man das ans Fenster machen kann. Und ich fand den so süß, deswegen musste der mit, hat auch nur 2 Euro gekostet. Und bei Rossmann habe ich einmal, wow, okay, es fällt alles um, einmal diese Peeling-Handseife gekauft, die wollte ich mal ausprobieren. Dann noch zweimal Rotbäckchensaft, weil ich den immer ganz lecker finde und für zwischendurch mal ganz gut
ist. Und dann einfach eine ganz normale Glühbirne mit kaltweißem Licht für meine Schreibtischlampe. Und das war es auch schon wieder. Ich habe sonst zwar noch ganz viele andere Sachen gekauft, aber wie gesagt, das sind auch teilweise schon Geschenke, Weihnachtsgeschenke tatsächlich. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal uns dieses Regal an und ich hoffe, es sieht auch gut aus. Ich stelle euch jetzt hier einfach auf die Bücher. Ich hoffe, das geht kurz so. Und wir packen jetzt das mal hier aus. Und ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ja, sieht schon ganz gut aus. Genau. Und ich finde das halt eben so cool, weil man das halt einfach an einem ganz normalen Haken dran machen kann. Und dann sieht das hier, ich glaube, das ist bestimmt so Makramee, ist ja gerade eh voll in. Und ja, dann hat man hier das Regal. Sieht ganz cool aus. Ich guck mal, wo ich es hinhängen werde. Vielleicht über meinem Bett. Mal schauen. Hauptsache, ich habe es mir erstmal schon wieder gekauft. Aber gut. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Und dann werde ich mal gucken, wo ich das hinhängen werde. Und ja, nächste Woche will ich dann nochmal in die Stadt, um nochmal wegen ein paar Weihnachtssachen zu schauen. Also Weihnachtsdeko und so. Es gab auch schon Adventskalender, den hätte ich am liebsten auch schon los gekauft. Aber ein bisschen warte ich noch. Achso, ich habe ja noch was von Rossmann. Und zwar habe ich in einer Werbung gesehen. Ja, ich habe mich von einer Werbung leiten lassen. Und zwar von Schwarzkopf Taft. Overnight frische Wunder Trocken Shampoo Schaum. Das sieht so hier aus. Und das ist eben so ein Schaum, das soll man abends vor dem Schlafengehen drauf machen und dann soll das am nächsten Früh halt frisch aussehen. Halt als hätte man Trockenshampoo verwendet. Deswegen will ich das mal verwenden und ich bin echt gespannt und ich hoffe, das klappt. Und ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Und ich glaube, der Vlog ist jetzt wirklich schon lang genug. Ich würde sagen, ich beende den Vlog jetzt mal, auch wenn ich nächste Woche noch Weihnachtsdeko kaufen will. Aber wenn ich, starte ich einen neuen Vlog oder so, mal schauen. Und ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn er wahrscheinlich total wirr war und auch schon ewig ging. Ich glaube, da geht jetzt schon fast 2 Monate oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja, oder 1 Monat, glaube ich. Aber, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!